Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Batman Arkham Asylum. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist ein ziemlicher Zungenbrecher, finde ich. Ob ich den Titel immer wieder so wiederholen kann, wie ich es gerade gesagt habe, das weiß ich nicht. Whatever. Ihr wisst ja, worum es geht. Ja, das ist mein erstes Batman-Spiel. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich meine, ich kenne Batman, aber, ne? Und so. Aber, ja. Ich weiß nur, dass es wohl der erste Teil der Reihe, der Story ist. Und, ja, gar nicht lang drumherum quatschen. Einfach starten. Zurück, du Narr, ich habe eine Bombe! Ah, richtig! Hey, Sharpy. Toll, was du aus diesem Ort gemacht hast. Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles. Yo, Frankie. Wie geht's Frau und Kindern? Vermisst Klappe, du mich? Klappe, Cloud. Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich. Laufen stört mich nicht. Hey, nicht so fest. Du zerknitterst den Anzug. Bring diesen dreckigen Kreton hier raus. Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Ist doch schon erworben. Ja, Sir. Er wartet bei der Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Sharpie liebt seine Kameras. Hey, Sharpie! Filmst du auch meine Schokoladenseite? Aber naja, ich sehe überall gut aus. Ich will, dass er sicher weggeschlossen wird. Bei einem weiteren Ausbruch verliere ich die Unterstützung bei meiner Bürgermeisterkampagne. Keine Angst, Anstaltsleiter. Ich habe heute jede verfügbare Wache eingesetzt, Sir. Ich hoffe, das reicht, Officer North. Zu Ihrem Besten. Okay, das allererste, was mir aufgefallen ist, ist... What the fuck, ist das laut? Ich konnte es vorher nicht einstellen. Zweite, unser Batman hier hat eine der Synchronstimmen von Johnny Depp. Ja, interessante Sache. Lautstärken machen wir mal ein bisschen runter. Dialogstärke war eigentlich ziemlich gut, ne? Ich glaube, das hat nur so ein bisschen übertroffen, oder? Machen wir mal so, oder? Ich weiß es nicht. Probieren wir einfach mal. Joker ist unsere größte Herausforderung. Seine Heilung wird Einfluss auf meine Reputation haben. Sagen Sie Dr. Young, Ihr Patient wäre da. Sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an.
Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Ein neuer Patient in der Lobby der Intensivbehandlung. Das nicht erforderliche Personal muss den Bereich verlassen. Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Der Tunnel ist voll. Scanprozess starten. Scan wird initialisiert. Wisst ihr was? Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser. Es war viel intimer. Ich habe ein rotes Licht. Mehrere verbotene Gegenstände. Ich will, dass Joker nochmal durchsucht wird. Das ist nicht der Patient, das ist... Was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, los, sag's mir! Batarangs? Batclaws? Batsnakes? Der Scanner schaltet bei Joker auf grün. Öffnet das Tor, holt ihn hier raus! Ich will, dass stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lasst ihn nicht aus den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Cash. Apropos Zeit. Tick, tack, tick, tack. Hör ich da ein Krokodil? Oh mein. Was ist los, Doc? Schreiben Sie mich für morgen um 4 ein. Wir müssen viel aufholen. Bleiben Sie hinter mir! Hallo, neuer Patient. Hier ist Quincy Sharp. Anstaltsleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltsleiter, Idiot, du entkommst mir niemals. Das daraus das beste psychiatrische Entwicklungs- und Rehabilitationszentrum für geisteskranke Straftäter werden würde. Joker! Auf einer kleinen Insel an der Kostüme. Ja, bin gleich bei dir, Boss. Ruhe und ich sag dir, der Zustand der Leitungssysteme in diesen Bundeseinrichtungen ist schockierend. Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können. Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles. Machen Sie das, aber schnell. Ich folge nur den Anweisungen. Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Müssen Sie meine Temperatur messen? Ich lasse gern meine Hosen runter. Er gehört dir. Bring ihn hier raus. Alles okay. Mach die Tür auf. Viele bekannte Stimmen dabei. Kategorie 9 Patient auf dem Weg. Beruhigungssystem aktiv. Todesschusserlaubnis erteilt. Du hast die Lady gehört. Es kommt noch ein Psycho zu uns. Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Nein? Dann war's wohl einer der Wachen. Krog, alter Junge, bist du das? Macht euch fertig. Was zum... Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Er sieht wütend aus. Was macht es? Ich wittere dich, Batman. Ich bringe dich zur Strecke. Setze die Manschette unter Strom. Krieg dieses Tier endlich unter Kontrolle. Bring das Ding hier ein raus! Spielzeugband hält mich nicht davon ab, dich zu töten, Batman! Ich reiß dich in Stücke, ess deine Knochen! Das erinnert mich an was. Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen. Okay, nach oben! Ja, ich finde die Stimmen doch noch ein bisschen zu laut. Festhalten! Wie ist Batman an der Sicherheitskontrolle vorbeigekommen? Hui! Tolle Nacht für eine Party! Nicht, wo du hingehst. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten hierher verlegt wurden? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten. Das bringt dich noch in Schwierigkeiten.
Sag mir eins. Du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe. Was willst du wirklich? Oh, nicht viel. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen starben. Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis vermeiden. Ihre Anwesenheit in unserer... Was macht er? Bleib, wo du bist. Hol deine Taschenlampe, strahlt ihn an. Anwesenheit in unserer Anstalt ist nur kurz. Was? Vertraut du mir nicht? Es wird abgeraten, sich ihm zu nähern. Unser Gast ist angekommen. Die unteren Stockwerke der Intensivbehandlung sind jetzt auf Alpha-Rot. Du bist also zurück. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. Nur 3? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen. Wie wär's? Wir könnten 100 versuchen. Lange Nacht, Jim. Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen. Ja, das war eine höllische Nacht. Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten. Oh. Ja, klar. Moment. Tut mir leid, Batman. Nur für Arkham-Personal. Ich versichere Ihnen, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln. Ich glaube, er spricht über dich, Bats. Fühl dich nicht wie ein Fremder. Du bist hier immer willkommen. Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Geht's dir gut? Er hat fast ohne Kampf aufgegeben. Das gefällt mir nicht. Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört. Steh auf! Sofort! Joker ist auf der Flucht. Alarmiert den Anstaltsleiter. Schnell! Wir verlieren ihn, Doc! Der Schatz geht auf deine Kosten. Liebling, ich bin zu Hause. Komm rein. Willkommen im Irrenhaus, Batman. Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetrampt. Und jetzt lass die Party beginnen. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für die Unterbrechung dieses gewohnten Programms. Bis vor ein paar Sekunden wollte ich irgendwie diese Raum töten und mir dann Kartons anziehen, aber dann... Naja, Sie wissen, wie sehr ich ein aufmerksames Publikum liebe. Du wirst auf dem Boden liegen und bluten! Das war gut. Ich wärme dich nur auf, Bats. Frisch aus der Besserungsanstalt Blackgate. Mit einer Gesamtstrafe von 752 Jahren. Ding, ding, ding. Jetzt kommt Runde 2. Ach so, ich muss noch, okay. Tut mir leid, Batman. Ich muss schnell weg. Ich muss noch irgendwo Leute killen. Was ist passiert? Na komm, komm, komm. Lass nicht zu, dass er dich schlägt, du Idiot! Komm schon! Das System ist blockiert. Wir sitzen hier fest. Joker hat die Kontrolle über die Sicherheitstore. Ich finde einen Weg raus. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst, Bats. Ich habe die Kontrolle über die Anstalt. Ihr geht an keinen Ort, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ist das klar? Wenn du denkst, dass ich dich entkommen lasse... Bla, bla, bla! Immer dieses Heldengesülze. Wenn ich dir zusehe, wird mir langweilig. Wieso kommst du nicht einfach und findest mich? Nur zu gern. Du weißt, dass es eine Falle ist. Natürlich ist es das.
immer noch nicht verstanden. Mit Bittering? Oh. Ah! Oh! Okay. Muss ich denn hier irgendwas... Ne, hier muss ich nichts machen. Wie kann der denn... Oh. Ah, so kann der rennen, alles klar. Das sieht aus, als wenn der Strom noch an wäre. Kann den nicht mal jemand ausmachen? Ich trau das... Okay, doch nicht an. Joker war fleißig. Diese armen Wachen hatten nie eine Chance. Alle Patienten sollten ihre Medikamente jeden Tag zu den verschriebenen Zeiten nehmen. Die Dosen... Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B3. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B2. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B8. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B1. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B6. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B4. Oracle, hörst du mich? Laut und klar, was gibt's? Joker ist der Bewachung entkommen. Er läuft frei in Arkham herum. Brauchst du was? Ist mein Dad immer noch da? Warnung. Commissioner Gordon ist in Sicherheit. Joker hat keinen großen Vorsprung. Ich melde mich. Warnung. Lass ihn gehen. Du kriegst nur noch mehr Ärger, wenn du weitermachst. Oh. Gott sei Dank, es ist Zess. Er hat Mike. Er wurde an den Stuhl geschnallt. Zess ist völlig durchgeknallt. Warte hier. Er wird Mike töten, wenn er sieht, dass jemand versucht, sich ihm zu nähern. Er wird mich nicht sehen. Ich weiß nicht, ob wir den... Wenn ich irgendwas sehe, was einer Fledermaus auch nur ähnelt, stirbt dieser Aufseher. Habt ihr verstanden? Ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Ich find die Stimmen immer noch sehr laut. Nur so ein Tacken, ne? Okay, ich denke mal, wir müssen hier hoch. Ich mache einfach mal. Denk drüber nach, was du machst, Seth. Kameras, okay. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Bleib weg von mir. Huch, da ist... Dieses kleine Schweinchen wird gegrillt. Das ist beschämend. Wie konnte ein Patient wie Victor freikommen? Darüber machen wir uns später Gedanken, Doc. Er will die Wache töten, weißt du? Er muss es einfach tun. Ja, ist ein toller Akzent, Mädel. Ich muss nah genug an Seth ran, um zuzuschlagen. Am Boden wird er mich kommen sehen. Deshalb bleibe ich oben. Deshalb bleiben wir... Oh, warte mal, LB. Oh. Hochschauen. Ah! Diese alten Wasserspeier sollten mein Gewicht tragen können, falls ich mich darauf schieße. Oh. Ach so. Jetzt RB. Mhm. Geil. Gefällt mir. Hui. Das ist total genial. Und Gleittritt. Yay. Seth ist am Boden, aber nicht lange. Ich muss nah ran und ihn ausschalten. Hab ich schon. Jemand muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. Kannst du mich hören? Geht das Ding? Oh, hi, Batman. Hier ist Harley Quinn. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Sexy. Ziemlich heiß, hm? Mhm. Und ich will dir auch was zeigen. Einen Moment, Batman. Tada! Ich springe für den alten Mann ein. Der alte Sharpie war nie glücklicher. Falls du es noch nicht gemerkt hast, heute ist der Tag, wo Joker nach Hause kommt. Und du bist der Ehrengast. Du hast eine Chance, dich zu ergeben, Quinn. Verlockend, Batman, aber keine Chance. Die Insassen haben jetzt in der Anstalt das Sagen.
Na, technisch gesehen sind das Jokers aus Blackgate angekarrte Schläger. Aber du weißt, was ich meine. Mach's gut. Batman, hörst du das? Oracle, ich bin hier. Die Anstalt ist gerade aus dem System verschwunden. Er kontrolliert das Sicherheitssystem. Wahrscheinlich hat er es vom Netz getrennt. Das ist nicht alles, was er gemacht hat. Alle Polizeieinheiten melden, dass er in ganz Gotham Bomben versteckt hat. Er sagt, er lässt sie hochgehen, wenn jemand seinen Fuß auf Arkham Island setzt. Es wird noch zurückgehalten, aber die Story wird jeden Moment veröffentlicht. Er lügt. Das ist nur ein Trick, um Leute fernzuhalten. Woher weißt du das? Ich kenne ihn. Das ist total geil. Verschlossen. Ich kann das Tor nicht öffnen. Wir sind hier eingesperrt. Versuch's mit dem Funkgerät. Die Aufsicht sollte das Tor runterfahren können. Harley glaubt, sie hat mich in der Kammer eingeschlossen. Sie war noch nie besonders schlau. Hm. Oh. Er ist raus. Batman hat einen Weg rausgefunden. Ja, natürlich habe ich das. Batman, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören. Steve, noch mehr Blackgate-Gefangene beim Heizkessel. Wer ist das hinter ihm? Was zum... Es ist Joker. Er ist frei. Wie konnte er ausbrechen? Tut mir leid, der Funkverkehr spielt verrückt. So geht's nicht. Ich versuch's weiter. Ich hab eine Trophäe. Der Riddler. Mhm. Hallo, Freunde? Oh. Moin. Wie war das nochmal so? Sie ist verschlossen. Es geht weder rein noch raus. Verdammt, sie sind da drin eingeschlossen. Warnung, Entgiftungsraum. Bereich versiegelt. Was ist das für ein Zeug? Jokers Gift. Hör zu, der Raum ist voller Giftgas. Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot. Gehst du da rein und hilfst ihnen, Batman? Muss ich ja wohl. Wer geht denn sonst? Oh mein Gott, sie sterben alle da drin. Ja, ich beeil mich doch schon. Jetzt bleib doch mal locker, Kind. Das ist kein einfacher Ausbruchsversuch. Joker hat das geplant. Ach nein. Hilf mir! Oh, was haben wir denn da? Oh. Hier drüben! Sorry. Ihnen wird nichts passieren. Bleiben Sie hier. Nicht gesehen. Ich muss irgendwie... Ich will da rein. Da ist eine Trophäe. Okay, pass auf. Okay, das ist... Batman ist hier. Einfach. Halt noch ein bisschen länger durch, Steve. Ich kann nicht. Ich falle. Wo ist denn Steve? Ach, da. Ich verfolge das Tier, das das getan hat. Batman, das Absaugsystem. Steve hat versucht, an das Schaltpult am Ende des Raums zu gelangen. Ja. Ah! Ich kann nicht glauben, dass er mich hier gelassen hat. Dieser Sohn einer... Das hat mir noch gefehlt. Batman. Bin ich jetzt gerade... Wieso hat der Gleitflug nicht funktioniert? Oh. Na komm, egal. So. So, das müssen wir... Da ist der Kontrollschalter an der Absaugvorrichtung. Ein gut gezielter Batarang könnte ihn einschalten. Immer diese Durchsagen, die gehen mir so auf den Piss. Luftreinheit ist wieder auf Normallevel. Du bist super! Joker hat keine Chance! Okay, das geht nicht. Wieso kann ich... Ich möchte das aber gerne aufmachen.
Das interessiert mich ja nicht. Ich will das aufkriegen. Da ist eine Trophäe drin und die kriege ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich geh einfach mal weiter. Haha. Oder wartest du? Ich bin so nah, dass du mich fast schon schmecken kannst. Du? Lass uns das beenden. Jawohl. Geil, wie sein Cape fliegt, ne? So, oh. Das ist total klasse. Ja. Wieso hast du so lange gebraucht? Es gibt kein Entkommen, Joker. Ich finde dich. Damit rechne ich, aber noch nicht jetzt. Oh, ist der groß. Oh. Er wirft mit Menschen. Okay. Aua, aua, aua. Fuck. Wow, okay. Wow, mein Gott, was ist denn das für ein Scheiß? Wenig unerwartet, ja. Ich brauche wohl stärkere Versuchspersonen. Ich habe gerade meine großzügige Phase. Du kriegst das umsonst. Los, schlag mich, oder traust du dich nicht? Beende es, zieh den Stecker, schalt mich endgültig aus! Du wirst langsam zu ausreichen, Babette. Ich würde gern noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren. Es kommen Gäste aus ganz Ackermann geflogen. Du wirst sehen, ne? Warum hat er ihn jetzt nicht umgebracht? Oh, mein Kopf. Batman, ich bin hier drüben. Du hast Wayne, wähl ein Abkommen mit dem Bildschirm aus. Füll LP und zeig, okay. Spezial-Kombo-Wurf. Oh, Kombo-Battering. Umgekehrtes Ausschalten. Gegner unter Wasser speiern, von oben zu packen und gefesselt hängen zu lassen. Das ist nett. Panzer-Upgrade. Ja, nee, das ist. Panzer-Upgrade ist immer gut. Da kann man nichts falsch machen mit, ne? Habe ich noch Geld? Dann mache ich das mit dem Wasserspeil. Das, nee, passt nicht mehr. So, wo? Ich sehe ihn nicht. Schnell, rein hier, bevor noch mehr von ihnen kommen. Hast du das da auch ausgemacht? Ja, gut. Super. Herzlichen Dank auch. Batman, ich bin hier drüben. Ja, ich beeil mich doch schon. Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite?
Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffnen. Kein Problem, ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Und dann tu das bitte. Okay. Hier stimmt was nicht. Der Hauptsicherheitskreislauf ist blockiert. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt kein Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus, ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tata! Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert. Während wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. Das Transportsystem ist gestört. Das Beste, was ich machen kann, ist, die Tür zu öffnen, durch die du kamst. Tut mir leid. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Okay, So, da müssen wir hin. Da sind wir. Alles klar, gut. Das habe ich soweit verstanden. Das heißt, ich muss jetzt hier gleich raus. Und dann nach links. Immer links. Also, dann nach links und dann nach rechts. Gut. Ich denke, das kriege ich hin. Batman, was ist passiert? Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat deinen Vater. Dad. Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß, aber... Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich, bitte. Ja, das gibt Punkte. Okay, cool. Dann werde ich die Dinger jetzt immer töten. Ich muss nach links, ne? Links. Ich wette, du fragst dich, wie ich das gemacht habe. Hat der große Detektiv etwa einen Hinweis übersehen? Das mit mir und Frankie geht lange zurück. Ich habe ihn vor ein paar Jahren aus einer schwierigen Lage befreit. Also, wenn ich Sicherheitskurs brauche oder einen alten Mann niederschlagen will, dann weiß ich, wen ich fragen muss. Sieh ihn dir an, jetzt ist er nicht mehr der große Held. Cool, er ist hier! Ah, cool. Warte mal, ich muss jetzt nach rechts, ne? Oh, mein Näschen juckt. Jetzt muss ich nach rechts. Richtig. Oracle, ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan, etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Bowles gehört? Genau. Das ist total geil. Okay. Bowles hat seine Flasche fallen lassen. Schlampig. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Oh. Ich bin begeistert. Ich kann Alkoholspuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll. Folge ihr. Ich sammle alle Informationen zu Arkham, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Whisky. Ach, so soll ich dem jetzt folgen. Okay. Das klappt schon mal wunderbar. Ich sollte mal rangehen, oder? Hallo, was ist da los? Ich versuche Steve zu erreichen. Ist er da? Einen Moment. Ich schaue nach, ob ich ihn finden kann. Oh, danke schön.
dauert so lange. Blöd. Unzuverlässig. Wie ist Joker frei? Sei still. Was ist los? Batman! Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Ach nö. Runter! Nochmal, was ist passiert? Die Pandemie, Batman! Jetzt kannst du uns nicht mehr folgen. Du bist da unten gefangen, bis ich und Mr. J Zeit haben. Ha, ha, ha! Glaubt die das wirklich? Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Sollen wir mit ihm nochmal... Ich glaube, das war Joker. Nein. Wer noch? Ich hab's ihnen gesagt, er ist ein Monster. Sie sollten ihn grillen. Beruhige dich. Ich halte ihn auf. Er glaubt, es ist Joker. Oh mein Gott, ich wäre auf diese Schlussfolgerung niemals gekommen. So. Mhm. Wie weit nach oben muss ich denn? Hallo? Ach mein Gott, ich hasse sowas. Ach, hangeln können wir auch noch hier. Uiuiuiui. Hey, Bats! Ich weiß, du kannst mich hören. Ich hab hier was du dir anhören solltest. Harley und Frank sind mit dem alten Mann schon fast aus dem Gebäude raus. Wie wollen sie an all den Wachen vorbeikommen? Hören wir mal zu. Hey, Frank! Wo warst du? Es kommen noch mehr von Jokers Männern her. Sie sind auf dem Weg zum Anstaltseingang. Wir müssen verhindern, dass sie reinkommen. Schnell! Verdammt, kommt schon! Sicher den Haupteingang! Wie viele sind es, Bowles? Warte mal, woher zum Teufel weißt du was? Bowles! Frank, was machst du da? Nein, leg das hin! Frank, was zum Teufel? Hier hinten ist es sicher! Leg dir den Arsch hier rüber! Du bist mir einer, Frankie! Ein Mädchen könnte sich in einen wie dich verlieben! Oh. Flirte nicht mit der gemieteten Hilfskraft, mein Liebling! Es kommen jede Minute noch mehr Wachen vorbei. Lass sie nicht entkommen. Keine Angst, Süßer. Du weißt, ich habe nur Augen für dich. Hast du das gehört, Bats? Sieht aus, als ob das mit Frankie gut kommt. Ein weiteres wertvolles Mitglied für die Organisation. Aber ich weiß nicht, wo... Oh, diese Durchsage. Achtung, Achtung. Wir haben zurzeit einen Kategorie-Alpha-Rot-Sicherheitsalarm. Ah. Dies ist keine Übung. Melden Sie sich bei Ihrem Stationsleiter. Okay, jetzt wieder hier drunter durch. Komme ich schon wie so eine Ratte vor. Oh, Spinnenweben. Halt es zum Scannen. Wieso ist da eine Spinne? Wieso muss ich hier was... Oh, wen haben wir denn da? Ach, halten zum Scannen. Ach, mein Gott. Was ist denn jetzt los? Oh, ich schicke das hier gerade. Entschlüsselte Nachricht. Oh. Ich bin der Geist von Amadeus Alte. Aha. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Okay. Was auch immer. Diese Wachen haben nicht gerade alles gegeben. Joker hatte recht, das ist einfach. Seitdem haben wir es gezeigt. Sie haben keine... Die Fledermaus! Schönen guten Tag, ich wollte mal stören. Ich werde dich zusammenschlagen. Ich? Schlag weiter!
Das lässt du sein. Batman, wie läuft's? Hast du eine Spur von Dad? Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Ich schätze mal Dingens. Den können wir nicht benutzen, also denke ich mal, dass wir hier durch müssen. Alles kann der gute Mann natürlich nicht, ne? Bitte, ich habe ein Kind. Sie müssen das nicht... Ganz richtig, ich muss es nicht. Ich will es aber. Okay, der Boss sagt, keiner kommt hier durch. Wenn sich was bewegt, schießt. Jeder, der hier lang kommt, ist tot, verstanden? Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Der direkte Weg ist Selbstmord. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Ja, dann nach oben durch, ne? Würde ich jetzt sagen. Kommt die Fledermaus wirklich hier lang? Ist doch egal. Er steckt eine dämliche Fratze hier rein und wir pusten sie weg. Ja, er ist schon so gut wie tot. Antippen, lautlos fallen. Nähere dich deinem Opfer geduckt. Gefällt mir. Na, kriegt er das jetzt nicht mit? Müsste er doch eigentlich, oder? So, sehr schön. Da vorne haben wir aber noch einen. Kein Problem, Boss. Die Jungs sind gerade fertig. Mhm. Die Arkham-Idioten hatten nie eine Chance. Gut! Unser freundlicher Schädling ist auf dem Weg! Du musst eine Falle aufstellen. Er darf das Gebäude nicht verlassen. Sieh nur, wer das ist, ne? Brennen deine spitzen Ohren jetzt? Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder vielleicht doch nicht. Ist doch eine nette Überraschung. Ich denke mal, wir kommen nicht durch die Tür, also muss ich wahrscheinlich hier wieder... Ding, 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 dong! ...durch. Die Anstalt von Arkham steht jetzt unter neuer Leitung. Jetzt kommt eine kleine Übersicht, was so alles passiert. Achtung! Wir haben einen entflohenen Patienten. Er zieht sich wie eine Fledermaus an. Was für ein Idiot! Er wird als kostümiert und gefährlich angesehen. Ich glaube, die beste Lösung wäre, ihn von seinem Unheil zu erlösen. Das ist die einzige zuverlässige Lösung. Okay, pass auf. Den da oben kriege ich auf jeden Fall so ausgeschaltet. Dafür muss ich nichts machen. Ihr habt keine Chance. Ihr Jungs seid die Besten. Naja, die Besten, die ich so schnell finden konnte. So. Batman ist so gut wie tot. Dann haben wir da noch einen. Wie kriege ich den? Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Den kriege ich so nicht, ne? Scheiße. Ha. So geht's auch. Dachtest du, das wird so leicht, Bat? Ich habe noch ein paar von meinen Jungs zu dir geschickt. Mal sehen, wie du dich so schlägst. Dann gehen wir mal ganz schnell nach oben. Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus. Er könnte überall sein. Oh, ich bin direkt da drunter. Dann haltet die Augen offen. Ich bin hier. Und jetzt los. Ah, doch nicht. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich sitze direkt da drunter.
Keine Sorge, Jungs. Er ist wie du und ich, nur durchgeknallter. Wenn es einer verdient hat, eingebuchtet zu werden, dann er. Ha! Ich hab ihn gefunden. Er liegt hier. Hier drüben. Ah, scheiße. Ich hätte ihn noch mal ausschalten müssen. Oh. Oh. Er bewegt sich über uns. Er könnte von überall kommen. Oh, fuck, ey. Nein. Oh, fuck. Ich hab nicht nachgedacht. Scheiße, ich hab das falsch... Ah, egal. Erstmal an sich egal. Oh, das war leicht. Ich spiele nur mit dir. Du wirst schon sehen. Ja gut. Leute, ich muss jetzt sowieso Schluss machen und sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. We're not at the range, oh no.